Hi, ich bin der Günther, ich komme aus der Bude. Willkommen zu einer neuen Folge. Ich habe schon wieder mein Mikrofon nicht ausgeklappt. Wir sind immer noch im verborgenen Land. Warte. Warte, ich bin gerade verwirrt. Hä, das ist der richtige... Das hier müsste eigentlich das verborgene Hochland sein, oder nicht? Naja, auf jeden Fall sind wir hier. Das macht mir ein bisschen arg viel Damage. Ich habe jetzt eine andere Musik im Hintergrund. Die Soundtracks sind mal wieder nicht so toll zu hören. Und ich muss mal für mich selber den Sound höher drehen. Das sieht man leider oben in der Ecke. Okay, jetzt höre ich was. Und willst du mich verarschen, alter Krepp, hier doch. Aber das hier ist sehr sicher der richtige Safe Point. Ich erinnere mich sogar noch an die Stelle hier. Die letzte Aufnahme war erst gestern. Direkt nach dem Monsterraum. Er gesagt, eine Ebene lag noch dazwischen. Och nee. Jetzt habe ich ein Problem. Warte, zurück. Team, Fragezeichen, Man, greif nicht. Au, ich hatte Solarstrahl immer noch blockiert, lol. Und zwar seit einer halben Ewigkeit. Ich blitz um die Ecke. Ja, okay, tschüss. Tschüss. Das ist aber auch der neueste Safe State. Das muss stimmen. Ich gehe lieber einen anderen Weg. Wie gesagt, hier jetzt wieder ein Orchestral Remix reingepackt als Hintergrund anstatt dem Originaltrack. Seht ihr, so einfach kann es sein. Ich muss sagen, ich habe an sich ein Ziel für diese Folge, aber es ist zu unrealistisch, als dass ich es schaffen würde. Mein Ziel wäre nämlich theoretisch heute noch diesen Dungeon zu beenden und den gesamten Zeitturm zu besteigen, damit wir in der nächsten Folge mit dem Final Boss einsteigen können. Oh fuck! Ich persönlich rechne, wie gesagt, nicht damit, dass das irgendwie hinhaut. Warte. Eine Frage. So. Warum war klar, dass er dafür jetzt gleich wieder einen Solarstrahl auspackt? Ich hau jetzt einfach ins Nichts. Level up. Ich habe keine Ahnung, wie lange überhaupt das Hochland hier noch ist. Ich rechne aber schon mit 15 Ebenen oder so. Und dann der gesamte Zeitturm ist eben einfach dein Ernst. Okay, die Aufstellung ist aber ganz gut. Hier können wir jetzt zumindest dem Typen mal ein bisschen drücken. Nein, Blitzfänger! Du Ehrenloser! Ja, genau, das ist gut. Essen. Trinken. Extra kauen. So, eins weg. Reptan wird auch das Voltenso wegbekommen. Und damit ist der Kampf auch eigentlich schon gewonnen. Nochmal reinfressen. Und tot. Und tot. Welche TM haben wir hier? Hatte ich irgendwann mal gesagt, dass ich nicht glaube, dass ich noch was an Fragezeichen Mans Moveset verändern werde? Ja. Damit hätten wir auch das geklärt.
So, komm. Ich muss hier schnell durch. Verborgenes Hochland. Weiter. Karkagel. Rexblizzard war, glaube ich, das, was das hier auslösen kann in dem Dungeon. Okay, das Ding ist jetzt nicht sonderlich bedrohlich. Ja, sehr schön. Ja, da stand auch Rex, please. Was? Okay. Hat das jetzt gerade... Lädt das gerade einfach nicht? Oder ist hier gerade... Nochmal auf den zweiten Saven. Oder ist hier gerade wirklich komplett lost? Ich war mir sicher, dass das hier auch nochmal 15 Ebenen oder so hat. Nee, alte Ruinen. Wow, dieser Ort ist... Er ist unglaublich, sieh das dir an, Schmünter. Diese fantastischen Inschriften und Malereien an den Wänden. Obwohl, nee, auf keinen Fall schaffe ich heute den Zeitturm, egal wie schnell ich bin. Wie Lapras schon sagte, dies sind die alten Ruinen. Das Regenbogen-Crackschiff sollte hier sein. Ja, so ist es. Gehen wir hinein. Was für ein Ort ist das? Ich bin mir selbst nicht sicher, aber... Ich könnte mir vorstellen, es muss der Tempel der alten Ruinen sein. Lasst uns diese Treppe raufgehen, weil wir so viele andere Möglichkeiten haben. Hör, scheint's nicht zu gehen. Nee, doch, klar, die Treppe geht hier doch noch so viel höher. Seht mal her, hier gibt's auch dieses seltsame Muster. Da ist eine kleine Delle in der Mitte. Ich frag mich, wozu sie da ist. Guckt mal, da ist ein Schild, das ihr aus irgendeinem Grund alle überseht, weil ihr dumm seid. Hm, was denn los? Da ist eine Steintafel und auf ihr scheint eine Inschrift zu sein. Was sind das für seltsame Runen? Da ist eine Inschrift aus Inkognito-Buchstaben drauf. Sie sind in einer alten Sprache geschrieben. Kannst du das lesen, Reptane? Ja, ich habe intensiv geforscht, um mehr darüber zu lernen. Echt? Cool. Schnell, lies vor. Nicht so ungeduldig, gib mir eine Minute. Ich hab's. Scheint dieser Ort selbst zu sein. Das ist das Regenbogen-Crackschiff. Was? Aber hier ist doch gar kein Crack. Ja, habe ich mich auch schon gewundert, aber hier ist eine Vertiefung. Hier, ne? Habt ihr noch nicht gesehen, deswegen muss ich die euch nochmal ganz genau zeigen. Fragezeichen, Man, da gehört's hinein. Das Fragment mit dem sonderbaren Muster. Was, du möchtest, dass ich das Reliktfragment da rein tue? So ist es. Dadurch wird das Regenbogen-Crackschiff aktiviert. Damit können wir zum Zeitturm fahren. Das steht auf der Tafel geschrieben. Wirklich? Probieren wir es aus. Okay. Ich werde es in den Hohlraum setzen, weil ich es kann. Halt! Halt, stopp! Nein. Nein, jetzt hältst du die Schnauze. Es ist ums... okay, genug davon. Wer ist da? Moin, oh, scheiße. So, Gut. Den Gag habe ich ganz vergessen. Zubiris. Und Zwirfinst. Zwirfinst, wie bist du hierher gekommen? Sehr einfach eigentlich. Meister Dialga hat uns direkt hierher teleportiert. Immerhin wusste ich, dass ihr unweigerlich herkommen würdet. Hierzu warten ab, sparte uns die Arbeit, nach euch zu suchen. Leider müsst ihr wieder mit mir in die Zukunft kommen. Zubiris, Megalovania! Bringt sie zum dimensionalen Loch. Okay.
ja, natürlich erstmal gar nichts machen, sondern einfach mitlaufen. Warum nicht? Ey, da ist ein 77. Kein Kommentar. Zu Biris. Ins dimensionale Loch mit ihnen. Okay. Psst, Fragezeichen, man. Schmünter. Megalovania Intensive Weiß. ich meine natürlich, ja, bin dabei. Tot. So, ihr entwickelt ein wenig kläglichen Widerstand, obwohl ihr wisst, dass das völlig vergeblich ist. Hast du was anderes erwartet? Ihr lasst mir keine Wahl. Leute, ich werde euch einfach hier besiegen und mir in Zukunft nehmen. Das macht keinen Unterschied für mich. Ihr habt keine Chance. Wie viel Widerstand könnt ihr überhaupt aufbringen? Zeigt's mir. Umzingelt sie. Wir werden's sehen. Der Bosskampf, auf den wir so lange gewartet haben, steht an. Zwirfins Herausforderung. Mit meiner Meinung nach schlechtesten Soundtrack vom ganzen Finale. Ich weiß nicht, ich kann dem überhaupt nichts abgewinnen. Einmal rankommen, bitte. Ah, der hat Schattenstoß, dieser... Warte, ist mein Donnerblitz gerade nicht... Eins, raus. Zwei, raus. Drei, raus. Fragezeichen-Man nimmt auch eins raus. Reptane auch. Zwirfins ist dumm genug, rüberzukommen. Reptane wird sich um das kümmern und der Solarstrahl wird das Zubiris töten. Damit sind wir bereits in einer Situation, in der wir nur noch Zwirfins vor uns haben. Und den frisst du bitte mal. Noch eins weg. Dann halt nicht, Reptane. Okay, hätte ich mir aber eigentlich auch denken können. Ach, weißt du was? Leck mich. Stimmt, und paralysieren kann ich ihn ja immer noch. Ach stimmt, ich treffe ja eh beide. Ich vergesse immer, wie broken Donnerblitz ist. So. Leckt ein bisschen. Leute. Der Typ hat keine... Ja, okay. Ah, stimmt. Oh Gott. Ich hab Pokémon verstanden. Der Gegner schläft und ist paralysiert gleichzeitig. Seems legit. Jetzt. Er nutzt nicht mal die Chance. Ein Belebersamen hätte ich hier gesagt. Okay, kann man verlieren. Aber jetzt... Okay, Zwirfins. Ich weiß nicht, was mit dir abgeht, aber... Dieser Auftritt ist erbärmlich. Ja, gut, Leute. Habe ich gesagt, wir haben die bosshaften Pokémon in der Salzwasserhöhle zerstört? Das hier war gnadenlos. Der Donnerblitz war so OP. Mit dem haben wir fast die Zubiris in einer Runde ausgenockt. Die sind natürlich trotzdem alle noch da. Ich weigere mich zu verlieren. Au. Wieder einer der Bosskämpfe, die man gewinnt und trotzdem verliert. Ach, so töricht. Ihr habt es gewagt, mich herauszufordern. Wir haben dich gerade easy weggerackt, weil du so ein Noob bist. Ihr hattet keine Chance. Doch. Die vereinten Mühen dieser Welt gepaart mit eurer mickrigen Kraft. Das Ergebnis stand bereits vor dem Kampf. Ich hab dich doch besiegt! Okay, der ist echt ein harter Brocken. Nicht aufgeben, es gibt einen Ausweg. Sagst du so einfach. Na, für ein paar Schwächlinge schlagt ihr euch erstaunlich. Ich hab dich gerade easy weggerackt. Aber scheiß drauf. Das ist das Ende. Warum hat der... Digga, ist der so verfressen, dass selbst sein Magen einen eigenen Mund braucht? Der macht irgendwann... Danke, Reptane.
Wird er uns angreifen? Nee! Ein Moment, der Mund auf seinem Bauch, das ist es, das könnte funktionieren. Ja, er macht Kamehameha! Yo! Was los, Schwinzer? Wir können hier so lange reden, wie wir wollen, der feuert eh nicht ab, bevor wir fertig sind. Was? Wir sollen unsere Attacken auf seinen Bauch... Ist das möglich? Wir haben keine Zeit, das ist unser einziger Versuch, Reptan. Warum hast du eigentlich gerade nicht mit deiner normalen Stimme gesprochen? Kamehameha! Tot. Ja. Mein Motor ist kaputt. Tot. Wir haben es geschafft. Zwirfins ist tot. Wir haben Zwirfins zu guter Letzt besiegt. Ey, kann nicht sein. Ey, Meister Zwirfins, Megalovania intensifies doch nicht. Tschüss. Und damit haben wir den Genocide Run 6-mal geschafft. In einem Kampf. Ich meine, deine Zobiris sind weggelaufen. Du hast einfach kein Glück damit, verlässliche Mitstreiter zu finden. Fragezeichen, man. Was los? Steig den Tempel ganz hinauf. Setz das Reliktfragment in diese hohle Stelle ein. Ich will, dass du rausfindest, ob das Regenbogensteinschiff funktioniert. Währenddessen behalten Schmünter und ich jetzt Wirfins im Auge. Okay, mach ich. Falls das Regenbogensteinschiff funktioniert, können wir zum Zeitturm gehen. Ich hoffe, es klappt. Nicht bewegen. Reptane, Schmünter, ist das wirklich, was ihr wollt? Wenn die Geschichte verändert wird, dann werden wir Pokémon aus der Zukunft verschwinden. Was? Wenn die Geschichte verändert wird, dann werden die Pokémon der Zukunft verschwinden? Es betrifft nicht nur mich, auch ihr beiden, Reptin und Schmünter gleichermaßen. Da ihr aus einer Zukunft kommt, die nicht mehr existieren wird, werdet auch ihr verschwinden. Wollt ihr das wirklich? Wenn wir die Geschichte verändern, verschwinden auch wir? Sagt Zwiffens etwa die Wahrheit? Nee. Reptin. Das stimmt, Schmünter. Wenn wir die Geschichte verändern, werden wir verschwinden. Was? Aber das macht nix. Wenn damit die Zeit gerettet wird und Frieden in die Welt zurückkehrt. Genau deshalb bin ich ja in die Vergangenheit gereist. Celebi auch. Es half uns, obwohl es wusste, dass es verschwinden wird, falls wir Erfolg haben. Sogar Celebi? Na, ich erinnere mich, als wir damals in der Zukunft waren. Wenn ihr dann so nett wärt, die Lähmung des Planeten aufzuhalten, das würde uns das Elend dieser Welt in Dunkelheit ersparen. Mein lieber Reptan, diesem Ziel werde ich mein ganzes Leben widmen. Als Celebi sagte, dass er diesem Ziel sein ganzes Leben widmen wollte, das meinte es damit. Und Schmünter, du kamst mit dem gleichen Entschluss. Wir kamen aus der Zukunft in dem vollen Bewusstsein, dass uns das widerfahren würde. So wie du jetzt bist, erinnerst du dich jetzt jedoch nicht an diesen Entschluss. Ich weiß, dass das ein großer Schock für dich sein muss, aber wir haben in dieser Sache keine Wahl. Wenn wir nicht handeln, wird die Zeit zerstört. Die Lähmung des Planeten wird beginnen. Wenn wir dieser Welt Frieden bringen wollen, dann müssen wir verschwinden. Versuch das zu verstehen, Schmünter. So war das also. Ich bin in diese Welt gekommen, mit solch einem Entschluss, wissend, dass wir im Fall des Erfolgs verschwinden würden, aber wenn wir nicht handeln, kann die Zerstörung der Zeit nicht aufgehalten werden. Das bedeutet, wir müssen es tun. Sogar wenn das bedeutet, dass ich verschwinden muss. Oh, Schmünter. Aber da wäre noch etwas. Durch unser Erscheinen in dieser Welt hat sich für uns eine Sache verändert. Es ist wahr, dass wir entschlossen waren, unsere Mission zu Ende zu führen. Das traf zu, als wir zum ersten Mal in diese Welt zurückgekehrt sind. Aber wir hatten absolut nichts zu verlieren und nichts, wofür es sich gelohnt hätte, zurückzugehen. Bisschen laut. Aber Schmünter, das änderte sich für dich, als du ein Pokémon wurdest. Du hast in Fragezeichen mehr einen Freund und Partner gefunden. Er sieht zu dir auf. Wenn ein Partner herausfände, dass du vielleicht verschwindest. Ich bin sicher, er wäre am Boden zerstört. Er hat ein gutes Herz.
Immer im Ernst, warum sagt er jetzt in jedem Satz einfach seinen Namen? Ich ersetze das jetzt ja auch schon, wie ihr vielleicht merkt. Aber wenn die Zukunft verändert wird und du verschwindest, dann wird dein Partner Fragezeichen-Man wird. Er wird alleine zurückbleiben. Jetzt endlich verstehe ich, wenn ich die Geschichte verändere, dann hören vielleicht diese Lecks mal auf. Werde ich verschwinden? Wenn ich verschwinde, wird Fragezeichen-Man. Fragezeichen-Man. Ja, und wenn ihr mal auf die Partzeit guckt, ist euch jetzt, denke ich, klar, warum ich ausgeschlossen habe, den Zeitturm heute zu schaffen. Hier ist die hohle Stelle. Das Relikt Fagnet gehört an die Stelle. Das wird das Regenbogen-Crackschiff starten, wie Raptan sagte. Ein Versuch kann nicht schaden. Feuerzeichenman setzt das Reliktfragment ein. Ja, Lichtparty. Es hat sich bewegt, es hat sich bewegt. Was war das? Fragezeichenman hat's geschafft. Dieses Geräusch, das muss das Startgeräusch des Regenbogensteinschiffs sein. Deine Mutter! Autsch. Das lasse ich. Ihr werdet niemals die Geschichte ändern. Na, Raptane. Du hast Schmünter geschützt, Raptane. Es hat dir schwer zugesetzt. Sehr gut. Du trittst als Erster ab. Und wieder geile Musik. Was machst du? Ja, Zwirfinst, ich nehm dich mit mir. Wir gehen zurück in die Zukunft. Was? Schmünter, es liegt jetzt an dir. Ja, das sind Zahnräder der Zeit. Okay, Team, das Regenbogensteinschiff, Crackschiff ist abfahrbereit. Was passiert hier gerade? Fragezeichen, Man. Ende der Fahnenstange. Ich nehme Zwirfinst mit in die Zukunft zurück. Wie bitte? Was? Ich kann niemals mehr hierher zurückkommen. Pass gut auf Schmünter auf. Versprich mir das. Aber dann Platz einnehmen? Das kann ich nicht, Raptane. Du musst und du wirst. Weil du es kannst. Okay, eigentlich nicht, aber ich rede dir das jetzt ein, Fragezeichen, Man. Ihr beide seid das beste Gespann, das es gibt. Jetzt lass mich los! Das ist sexuelle Belästigung! Wir sind fast da. Ruhe. Schmünter. Leb wohl, Schmünter. Ich bin froh, dich gekannt zu haben. Auch wenn die Trennung schmerzt. Der Rest liegt in deiner Hand. Raptane! Entschuldige die Verzögerung, Zwirfinst. Und weg. Raptane und Zwirfinst sind beide verschwunden. Raptane, warum? Raptane. Das Geräusch des Regenbogen-Crackschiffs. Es wird lauter. Das Regenbogen-Crackschiff sieht aus, als ob es sich bewegen würde. Aber Raptane. Das ist traurig. Ich bin zu traurig, um mich zu bewegen. Aber na klar, wenn wir uns nicht beeilen, könnte das Regenbogen-Crackschiff ohne uns abfahren. Raptane, ich mag traurig sein, ich nicht, aber jetzt, lass uns besser gehen. Die Zahnräder der Zeit. Ich sammle sie besser ein. Warte auf uns in der Zukunft, Raptane. Wir werden die Lähmung des Planeten aufhalten. Wir werden die Zukunft in eine bessere Welt verwandeln. Eine Welt, in der Raptane glücklich und zufrieden leben kann. Wir werden nicht scheitern. Aber was Zwirfinst sagte... Flashback von vor 5 Minuten. Ist das wirklich, was ihr wollt? Wenn die Geschichte verändert wird, dann werden wir Pokémon aus der Zukunft verschwinden. Das stimmt. Wenn die Zukunft verändert wird, dann wird Raptane verschwinden. Wieder ein saugeiler Track. Und auch ich werde verschwinden. Hey Schmünter. Das letzte, was Raptane zu dir sagte.
Auch wenn die Trennung schmerzt, der Rest liegt in deiner Hand. Seine letzten Worte, Trennung schmerzt. Ich kenne das Gefühl, ich verstehe, wie weh es tut. Repten war lange Zeit dein Partner, Schmünter. Es muss Repten fürchterlich wehgetan haben, dich zurückzulassen. Vielleicht hat er das gemeint, aber nein, das ist es nicht. Die letzten Worte von Repten. Sie waren nicht über mich und Repten. Er meinte mich und Fragezeichen, Man. Repten sagte das, weil er wusste, dass ich Fragezeichen, Man irgendwann verlassen muss. Wenn die Geschichte verändert wird, werde ich verschwinden. Meine Zeit mit Fragezeichen, Man geht ihrem Ende entgegen. Dies ist unser letztes Abenteuer. Hey Schmünter, wir müssen das Repten zuliebe tun. Gehen wir zum Zeitturm. Letztes Kapitel. Das letzte Abenteuer. Es wird lauter. Es fängt gleich an, sich zu bewegen. Schnell, spring mal auf. Natürlich in genau der Sekunde. Und jetzt ist es wirklich Regenbogen. Diesen Hintergrund finde ich, wenn man was malen will, einen der einfachsten tatsächlich mit diesen Wolken. Das krieg ich sogar irgendwie hin. Und das heißt was, ich kann dich malen. Hey, sieh dir das an. Der Zeitturm. Endlich, wir sind auf dem Weg. Da fahren wir jetzt hin. Sieht man das nur auf dem Topscreen? Ich glaube, auf dem Topscreen hat man den Zeitturm gesehen. Ups, runtergefallen. Ah, tot. Wir sind fast da, Schmünter. Jetzt gibt's kein Zurück mehr. Hey, da oben. Richtig gutes Bild. Ich feier das Bild. Was habe ich jetzt gemacht? Nein, LCD-Layout bitte. One LCD. Zwei passen nicht auf meinen scheiß Screen in der Größe, in der ich es brauche. Bottom first. Die Spitze des Zeitturms glüht rot. Was könnte das sein? Machen wir Dampf. Was ist denn das für eine Aussage? Das habe ich noch nie gehört. Machen wir Dampf. Und jetzt geile Musik. Temporal Tower Dungeon Theme. Das ist der Eingang zum Zeitturm. Der Boden wackelt. Ist es vorbei? Woher kam die Erschütterung eigentlich? Hey, das erinnert mich an was. Repten hat mal was drüber gesagt. Er sagte, die Zeit sei außer Kontrolle geraten, weil der Zeitturm einstürzen begann. Die Erschütterung, die wir gerade gespürt haben. Der Zeitturm könnte bereits einstürzen, während wir uns hier unterhalten. Wir müssen uns beeilen. Auf geht's! Im nächsten Part. Items sortiere ich jetzt heute noch. Aber ich musste es jetzt gefühlt schon so machen. Der Temporal Tower an sich kommt in der nächsten Folge. Ich brauche Sinelbeeren und an sich einfach mal gucken, was ich alles hier mitnehmen kann. Ich sollte vielleicht hier so machen. Sinelbeeren FTW. Fett-Sinelbeeren. Mein einer Belebersamen war. Ich habe irgendwo einen. Ah ja, stimmt, im Monsterraum habe ich einen verloren. Das heißt, ich habe zwei für das Finale. Okay, das ist aber normalerweise einer mehr als letztes Mal. Dann nehme ich noch Taubsamen mit. Top-Elixier. Habe ich keine Astar-Orbs oder sowas? Kacke. Nee, das will ich nicht mitnehmen.
heilsam. Okay. In der nächsten Folge legen wir los. Der Zeitturm, der letzte Dungeon, steht an. Die nächste Folge werde ich mir komplett für den Zeitturm nehmen. Egal, wie schnell es wird. Ich hoffe aber, eine Folge reicht. Übrigens, um das nochmal anzumerken, das hier sieht richtig episch aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann und ciao.